So, Freunde, herzlich willkommen zum letzten Tag des blutigen Kampfturniers. Ja, der Tag gestern hätte ich lieber nicht aufgenommen, aber naja, machst du nichts, ne? Hier sind wir immer noch auf C. Ah, vielleicht kommen wir noch auf B, das wäre ganz schön. Aber warte mal. Ah, so, okay, jetzt ist besser. Ja, starten wir direkt, ne? Ich habe die schon wieder umgewechselt. Jedenfalls. Dreimal lila. Zweimal gelb. Dreimal lila, zweimal gelb. Die gehen raus. Dreimal lila, zweimal gelb. Weißt du was? Komm hier. Dreimal lila, zweimal gelb. So, ich nehme die Katze mal mit. Einfach so mal just for fun. Ich gebe mir vorsichtshalber auch mal die beste Truppe. Die ist ja noch ein bisschen anfällig, aber mal gucken. Vielleicht klappt's ja. Bin ja immer für was Neues offen und das ist schön hier. Machen wir das so. Oh, okay. Ja gut, dann machen wir es halt so. Nehmen wir die hier unten, dann kann ich die drei hier noch spielen. Lässt du meine Katze in Ruhe? So, und jetzt sage ich, ich habe keine Lust auf Wilbur als Tank. Tada! Jetzt haben wir Lancelot als Tank. Und alle kriegen jetzt Schaden. Also schön. Finde ich gut. Hast du gut gemacht. Wie viel Schaden kriegen die? 276. Joa. Machen wir jetzt, bearbeiten wir noch ein bisschen und dann ist Schicht im Schacht, würde ich sagen, für Lancelot. Machen wir das so, das mit dem Einstein lädt das auch meine beiden hier. So, du löst gleich aus, was du aber nicht machst. Weil das der Witz dabei ist ja, ach ja, hier. Alle Lichtgegner halten minus 44% Verteidigung für 4 Züge, ne? Das hat man jetzt hier. Ja gut, jetzt ist Tiburtus ausgelöst, aber man hat es vorher gesehen, ne, meine ich. Also von daher, es ist schon eine coole Sache. Und hier sind die, dann, ich habe ja auch noch Proteus, machen wir das so und so. Du kriegst die ab. Toll. Du kriegst noch die ab. Dann war's das. Die Katze macht Spaß, ne? Das ist so ein kleiner Spaßheld einfach, den man machen kann, wenn man denkt, man kann es sich leisten. So, jetzt hier in dem Kampf würde ich es jetzt zum Beispiel nicht machen. Ja, die sind zu stark von den Emblemen her. Da würde ich jetzt nicht gelevelten Vierer nicht reinpacken wollen. Das heißt, wir nehmen jetzt hier drei rote. Dann ist Lee, glaube ich, doch am gefährlichsten. Also Proteus und Tiburtus können bleiben. Wir nehmen drei rote mit. Ich glaube, ich nehme Wilbur auch selber mit. Oder? Ja, und Scarlet. Oder, nee, Gormek nicht. Ich habe Tiburtus, obwohl. Boah, warte mal, Tiburtus und Gormek zusammen. Das haut bestimmt auch rein. Tiburtus trifft alle, Gormek 3. Ah, wir müssen nur noch auslösen. Ah, ich merke schon wieder, da sitzt schon wieder Nisa. Sorry. Oh. Machen wir das so, hier haben wir jetzt, oh, schön. Ah, der hat richtig reingepfeffert, der Nisa. Alter Lachs. Puh. Ich spiele zuerst die hier, weil dann sind die beiden geladen. Die Sache ist, ich will definitiv nicht, dass Lee auslöst. Proteus ist jetzt nicht so ganz so wichtig. Das können wir vielleicht noch irgendwie ein bisschen kompensieren, je nachdem welche. Ah, gut, okay, der trifft da. Nicht ganz so cool. Aber Lee wäre definitiv nerviger gewesen. Jetzt können wir hier die Seite blocken mit Proteus. Also war, glaube ich, schon die richtige Entscheidung.
Jetzt hole ich mir Gormek. Also mein Gormek. Dann gehen wir hier auf die Seite. Na gut, weicht aus. Wenn ihr mir denken können. Dann, gut, du bist ja sowieso, gehst eh auf alle. Die weicht wieder aus. Wilbur. Bevor sie jetzt nochmal ausweicht, machen wir jetzt einfach mal ihn weg. Nein. Ach, verdammt. Na gut. Soll sie mal machen. Wir sollten das gewinnen. Ach komm, jetzt ernsthaft. Weicht doch nicht allem aus. Irgendwann ist er gut. Das so, jetzt habe ich hier rot und lila, so komm, hau ab jetzt. Okay. Weiter geht's. Oh, roter Block. Ging Schröder. Gerhard Schröder. Gerhard Schröder von der Ehrengarde. Okay. Ah, nee. Was nehmen wir da? Ich würde sagen, rot und lila passt. Ah, verdammt. Ah, doch, ich habe einen Konter zu Wilbur, indem ich meinen eigenen Wilbur dabei habe. Passt dann schon. Dachte, ich hätte wieder jetzt hier so einen Boni-Entferner vergessen. Aber Wilbur geht. Kann man machen. So. Das war's. Gelber Diamant. Wenn ich die mache, habe ich hier oben gelben Diamanten. Gucken wir erstmal, was hier so mal rumkommt. Da haben wir jetzt noch rot. Dann spielen wir das mal so. Eieiei. Mal so. Gut, das wollte ich nicht. Das war nicht unbedingt der Plan, aber gut. Hat hingehauen. So, Wilbur kontert jetzt. Zack. Dann, warte, wer hat den... Du hast minus 34. Du hast auch minus 34. Ja gut, du hast jetzt natürlich minus 44. Aber kann nichts machen. Lass mal so. Reichsbonus, was? Ach, ich brenne jetzt auch noch. Ach komm. Dann gehen wir erstmal auf alle. Dann gehen wir hier drauf. Dann nehmen wir Proteus und den Diamanten und das war's. Ja. Schön, das ist eine schöne Kombo. Ich glaube, die nehme ich jetzt nochmal, wenn es passt. Nee, passt nicht. Nee. Brauchen drei lila. Nee, eigentlich eher drei gelbe, ne? Drei gelbe, zwei lila. Drei gelbe. Ja, da weiß ich auch schon wen. Ich nehme jetzt mal nicht den Schakal, sondern so, so und... Aber, nee. Ich wollte es eigentlich so machen. Und dich nehme ich. So. Drei gelbe für die beiden lilanen. Zwei lilane für Lee. Auf geht's. Okay. Das sehe ich hier alles. Ich will ja, mal gucken, ob ich hier irgendwas machen kann. Wenn ich den blauen spiele. Wenn ich hier was Grünes hochbringt mir nichts. Wenn ich die blauen. Wenn ich die blauen spiele. Das war gut. Nehmen wir jetzt erstmal die gelben hier. Um jetzt nicht unbedingt Lee zu triggern. Aber ich glaube, sie wird eh auslösen. Obwohl, wenn ich die... Ah, nee, die Grünen kommen dann mit. Egal, was ich, wie ich das hier spiele, die Grünen kommen mit und dann löst sie aus. Das heißt, ich spiele nur die Grünen.
Ah, verdammt. Die sollte eigentlich auslösen. Weil ich wollte mir die nämlich behalten, weil dann habe ich nämlich Gretel und Lee im nächsten Zug. So. Mana wegnehmen. Und durch die Mitte einmal. Natürlich widersteht sie. Ich die roten hier spiele, habe ich hier lila. Ich kann es auch so erstmal spielen. Ja, war die definitiv bessere Entscheidung. Gehen wir darüber. Ja, du hältst Widerstand. Ich weiß, du bist super. Jetzt bist du tot. So, Proteus. Hoffentlich reicht es nicht. Okay. Jetzt habe ich hier einen blauen Diamanten. Rote Steine. Alles irgendwie nicht so der Brüller, ne? Ach. Komm. Vielleicht kommt hier was Gelbes. Nein. Jabba löst jetzt auch gleich aus. Gute Frage. Wir sind alle einen Stein davon entfernt auszulösen. Komm. Ah, verdammt. Okay, das war okay. Vielleicht reicht das für Proteus. Ach komm, jawohl. Geh da rüber. Nein, 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 nicht dahin, nicht dahin, nicht dahin. So, wir sind noch nicht abgeschrieben. Noch ist der Drops hier nicht gelutscht, meine Freunde. Okay, jetzt ist er doch gleich gelutscht. Dieser Jabba, was hält der Jabba denn aus? Jetzt mal ohne Spaß. Oder was hält's denn aus? Jawohl. Ah, ein Auto-Hit. Der sollte, glaube ich, schon für mich reichen. Oh. Aber ich habe hier nichts, ne? Nee. 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 Ach, schade. Schade, schade, schade. Aber ich weiß noch nicht, ob ich da irgendwas hätte besser machen können. Das Board, das war irgendwie dann kurzzeitig oder eigentlich schon längerfristig dann nicht mehr vorhanden. Die drei gelben bleiben. Nehmen wir jetzt zwei rote mit. Dich und dich. Ah, das ist gefährlich, ne? Wenn Wu auslöst, dann machen seine Attacken natürlich richtig heftigen Angriff. Heftigen Schaden. Aber mal gucken, vielleicht kommt es ja gar nicht so weit. Wobei dieses Board ist auch schon wieder suboptimal. Hier das eine rote Steinchen. Hier haben wir jetzt gelb. Ach, sie sind nicht geladen. Sind nicht geladen. So eine Scheiße. Ach, komm. Ach. Ich habe den Diamanten gesehen, aber ich will hier gucken, ob ich da irgendwas Gelbes kriege. Aber das ist eh schon gelaufen, ja. Ja, ja, das ist gelaufen. Ja. Vielleicht kriegen wir, haben wir noch Glück und kriegen Tiburtus weg.
So, vielleicht reicht das für dich. Nee, reicht. Okay. Oh, verfehlt. ich habe nichts. Ich habe nichts. Ich habe nichts, was ich machen kann. Verfehl. 526, guck dir das an. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Ach, nee. Hier noch irgendwas Schönes? Nee. Nee. Ach so, ja, hier habe ich noch nicht gekauft. Mach ich demnächst irgendwann. Ich glaube, kurz vom Ende des Passes kaufe ich mir den. So, jetzt heißt es, zurück zu Atlantis und weiterfahren, würde ich sagen. Ich habe aber gesehen, hier kommen wir, haben eine Beschwörung. Atlantis interessiert mich ja eigentlich gar nicht mehr. Der einzige Held, der wirklich noch für mich interessant wäre, ist sie. Aber dafür beschwöre ich nicht mehr Atlantis, das ist Wahnsinn. Poseidon wäre natürlich jetzt auch noch ganz interessant, aber ja, muss jetzt nicht unbedingt sein. Greg fehlt mir jetzt auch noch, der wäre auch ganz cool, aber bei den ganzen grünen Tanksets hat er jetzt auch keine Priorität. Der wird jetzt auch keine Embleme kriegen und so. Missandra habe ich 2 oder 3 Mal, Seeshot habe ich auch 2 Mal oder 3 Mal, 2 Mal. Deswegen, ja gut, er wäre noch nicht schlecht, ne? Seitdem er jetzt Mittel ist. Baba, ja. Würde er sich damit mal los hier um die Embleme streiten? Komm, gucken wir mal. Ja. Vielleicht kriegen wir Monatshelden. Ne, noch nicht. Okay. ja, das war das. Könnt ihr jetzt nochmal gucken. Und dann werden Atlantis hier die Kiste vollkriegt. Aber ich sammle für die Kostüme, ne? Das war, ist ja von Anfang an klar gewesen. So, die Münzen sind auch übrigens, ne? Für die, die jetzt nicht, nicht so gut schlafen konnten, weil ich hier so eine hohe Zahl stehen hatte. Die habe ich halt zum Leveln genutzt. Damit ich mal so ein bisschen meine Trainingscamps ein bisschen entlaste. Damit die da ein bisschen mal ansammeln können. Und ja, na, also ich kann jetzt empfehlen, wenn wir jetzt Atlantis machen, ja, ich weiß. Ich würde immer, wenn es jetzt vor allem um Rucksäcke geht und sowas, immer hier. Na, 1, 2. Ich habe auch noch ganz viele Beutetickets, weil ich im Moment das alles so auf Autofarm laufen lasse. Und ja, ich denke mal, das ist eigentlich die beste Sache, mit Rucksäcken da zu gucken. Bin jetzt bei 723 Rucksäcken, also ich schätze, wenn ich mit Atlantis fertig bin, bin ich so um die 30 Tage. Es gibt natürlich Leute, die deutlich mehr machen, ich weiß nicht, wie sie es schaffen, aber ja, 30 Tage, das ist so von einem Atlantis zum anderen, wobei ich muss jetzt tatsächlich sagen, ich hatte sogar 10 Tage jetzt. Also ich habe jetzt durch Rucksäcke einen Tag 7 Stunden rausgehauen, ich war bei 10 Tagen ungefähr. Aber das kommt natürlich durch die ganzen Rucksäcke, die man dann währenddessen noch sammelt. Von Atlantis zu Atlantis. Und ja, ne, das baut hier alles schön fleißig vor sich hin. Hier können wir dann mal ein bisschen was produzieren wieder, wenn das Eisen voll ist, weil 4 Tage, fast 5 Tage und mit Atlantis, da kommt einiges an Eisen zusammen. Vielleicht, das könnte ich nochmal eben gucken. Ach, guck mal an. Fehlen mir aber noch. Zauberer, da warte ich auf die 250. Da warte ich auf die 250. Da auch. Da warte ich auf einen vernünftigen Helden. So, Rigard mit Kostüm wäre nicht schlecht. Dann könnte man da mal weitermachen. Ja, Baba, warte ich auch auf einen Helden. Da brauchen wir 4 und 2 Embleme. Kann ich also mit dem Emblem gar nichts machen.
Dann werde ich das mal in irgendwas Produktives umwandeln hier, was Harpoon oder keine Ahnung was, Tornados, sonst was. Hier können wir mal eben wieder ein paar machen. So, das reicht. Gut, das war's für dieses Turnier. Wir sind jetzt Top 1%. Ich vermute aber mal, da wird es dann doch so schlecht waren in der Offensive am Ende, dass das am Ende in Top 5% irgendwie sich einpendeln wird, aber machst du nix, ja. So, dann bin ich weg. Wir sehen uns. Ciao.